Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, Frau Schwägerin, sehr geehrte Damen und Herren, zu den Äußerungen von Herrn Dr. von Rüden hat Herr Weidt ja schon dankenswerterweise einiges Richtiges gesagt. Mir fiel dabei das CDU-Plakat von 1946 ein mit dem Motto: Antifaschisten, bekennt euch und kommt zur christlich-demokratischen Union. Mich ja in seiner Erwiderung als schäbig bezeichnet hat und darauf verwiesen hat, wir würden hier auf dem Rücken der Familie Hirsgard uns hier profilieren und Ähnliches. Sie sind aber mit keiner Silbe auf das eingegangen, was wir inhaltlich gesagt haben. Und das finde ich schade, weil es leider auch typisch ist für diesen Diskurs, denn jedes Mal, wenn wir kritisch etwas einbinden, heißt es schnell Unverschämtheit, denken Sie doch mal drüber nach, was Sie sagen und so weiter. Aber es kommt nie ein inhaltliches Argument. Und es ist eine geübte Praxis, dass die Stadt Kassel Mitveranstalter des Gedenkens am Hallenplatz ist. Da war auch einiges dabei in den letzten Jahren, wo viele von uns auch Schwierigkeiten mit hatten. Wir hatten große Schwierigkeiten damit, einen AKP-Abgeordneten uns anzuhören. Wir hatten Schwierigkeiten damit, in einem Jahr uns den türkischen Generalkonsul anzuhören und uns sozusagen mit den politischen Freunden Erdogans da auf eine Stufe zu stellen. Aber das muss man ertragen, dann eben auch. Und wir haben es ertragen. Wir finden, es ist immer noch die würdigste und beste, angemessenste Form, mit diesem Verbrechen in dieser Stadt umzugehen. Und es ist noch kein Wort dazu gefallen, warum das jetzt plötzlich anders sein soll. Die Sicherheitsbedenken, die in diesem Jahr genannt wurden, waren offensichtlich so nicht existent. Das ist Fakt. Das wird Ihnen jeder bestätigen, das hat auch die hessische Landesregierung bestätigt. So, was sind denn dann die wirklichen Gründe? Warum wird dazu nicht einfach mal inhaltlich Stellung bezogen? Das läuft tatsächlich wieder als eine Sache von oben nach unten, wo tatsächlich eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung offensichtlich gar nicht gewünscht ist. Und das ist es, was mich teilweise wirklich erzürnt an solchen Debatten. Bitte überlegen Sie sich doch nochmal, ob es nicht würdiger wäre, tatsächlich diese Debatte um die realen inhaltlichen Auseinandersetzungen herumzuführen, anstatt auf Kritik mit Beschimpfungen zu reagieren. Wir haben nach wie vor einen Änderungsantrag. Wir bedauern es, dass die Grünen ihm nicht zustimmen, aber wir halten ihn nach wie vor für richtig, um diesem Antrag des Oberbürgermeisters zustimmen zu können. Herr Hartmann.